So, okay. Und Feuer. Ich muss die Hütte auch größer bauen, das nützt nichts. Wir können noch eine Forge daneben stellen. Aber dann hört es auch schon auf. Jetzt brauchen wir noch Flint, Hide, Wood, Fiber. Okay, haben wir. Flint, Wood, Fiber, halber. Flint, Wood, Hide haben wir. Allerdings. Fiber. So, da können wir schon eine bauen. Was brauchen wir noch? Nochmal Stone und Hide. Okay, gefähr. Hide. Und Stone. Was fehlt denn? Nicht genug Stone? What? Okay. Okay, dann brauchen wir noch eine, drei Stück. Drei Stück dürften jetzt für den Anfang ja wohl erstmal reichen. Ja, hör ich erstmal wieder alles rein. Zack. Auf T, ich weiß. Zack. Schade, die können wir nicht irgendwo noch dazwischen quetschen. Die quetschen wir dahin. So weit dran, wie es geht. Okay, da brauchen wir Wood. Wood. Das mal klein. Gib mir die Hälfte. Pack die hier rein. Na? Jetzt wird es hier drin natürlich noch wärmer. So, und die dritte. Komme ich nicht mehr an die da hinten ran. Müssen auf jeden Fall eine neue Hütte bauen, das weiß ich auch selber, aber ist jetzt erstmal für den Übergang. Okay, lass uns Metall holen. Damit wir erstmal Metall haben, was durchbrennt. Ach, das war ein Block, okay. So, 250 Leben ist halt auch gar nichts, wobei hier hat man halt auch keinen Rocket Launcher. Ich hab nichts zum Wegschmeißen, Leute. Doch ein paar Bären, aber das wird auch nichts nützen. Die sind nicht so viel schwerer. Ja, dann schleichen wir halt mal kurz zur Base. Das muss jetzt sein. Ich will nichts wegschmeißen, was ich dann noch brauche. Wir können uns auch eine Lehmhütte. Ihr habt gesagt, eine Lehmhütte brauche ich, glaube ich. Um die Hitze loszuwerden. Da werden wir gleich mal gucken. Lehm war, glaube ich, mit Sand. In einer Dings. In einer Forge. Sand in der Forge. Okay, so. Zack. Metall. Metall. Jetzt wird es hier drin natürlich schön warm, kuschelig. Nice, dann brennt das jetzt erstmal durch. Geht doch. Okay, das haben wir hier mit rein. So. Wir brauchten Hide für einen Mortar Pestle. Wo ist er hin? Da. 15 Hide und 65 Stone. Hide. Stone. Mortar Pestle. Man reicht echt meinen Stein nicht. Leute, wir brauchen Stein. Krass. Jetzt müssen wir gucken, wo wir das noch hinklatschen hier. So, da holen wir auf jeden Fall erstmal Flint rein und machen Spark Powder. Hab ich das schon gelernt? Bestimmt, oder? Wir können auch immer durchgehen, was wir noch brauchen. Glay brauchen wir. Da steht auch immer, wo muss das gemacht werden? Can be crafted at Mortar and Pestle. Okay, mit Sand und Sirup. Geil, machen wir uns auf jeden Fall Glay gleich auch noch. Ein Zelt holen wir uns auch mal. Wie teuer ist das? Das können wir uns auch bauen. Weil da kriegt man, glaube ich, auch Dingsbums. Bumsdings. Okay, Spark Powder haben wir. Wooden Window Frame. Nee, Window Frame braucht man nicht. Waterwell können wir nicht. Da brauchen wir nämlich die Undock-Station. Okay. Was brauchen wir noch? Die Peitsche haben wir festgestellt, geht nicht. Öljar brauchen wir irgendwann mal. Smoke-Granate musst du lernen, um Granaten herzustellen, soweit ich das noch weiß. Naja, du schwitzt schon wieder mega. Ich weiß, in der Hütte ist wahrscheinlich auch mega warm durch die Forges und Feuer.
Ist okay. Harpune. Oh, wobei Harpune brauche ich überhaupt nicht. Kantinen bräuchten wir noch. Okay, gut, da hört es dann auch schon auf. Assault Rifle. Hey, wieso kann ich die jetzt nicht lernen? Haben wir keine. Haben wir die Longneck nicht gelernt? Doch. Verstehe ich nicht, aber ist egal, da kommen wir später zu, wenn wir Waffen machen. So, Crafting. Was brauchen wir noch? Stone. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Stone. Craft All, dann kriegen wir auch nochmal XP. Okay, pass auf, dann bauen wir noch eine Axt. Eine Axt. Warum habe ich das halt eigentlich? Achso. Eine Axt, sehr schön. Vielen Dank an alle Neuen, die dazugekommen sind. Ich sehe es immer so im Augenwinkel. Können wir die Kamera noch ein bisschen so, zack. So, okay, nice, die ist fertig. So, dann holen wir uns jetzt ein bisschen Stone. Was wir haben, haben wir. Und da muss ich mir auf jeden Fall auch mal noch Zeugs machen. Hier ein paar Viecher und so. Ein Pferd brauche ich zum Transport schon alleine und um Spiele auszunoggen. Oh, scheiße, überladen. Na, pass auf, dann machen wir es so. Schnell! Und wieder aufheben. Müssen aufpassen, die Hütte offen lassen. Haben wir ja bei Ark Capture the Schneck gesehen. Immer die Tür zu machen. Aber mehr braucht man das nicht sagen. Ich habe die auf jeden Fall immer zugemacht. Ja, crafter, crafter, crafter. Gibt XP. So. Nice. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Dann lass uns noch ein bisschen Metall holen. Das kann ruhig durchbrennen. Dann ist der Block hier nämlich weg. Wenn der Block hier weg ist. Dann sehe ich ja, wie lange es braucht zum Nachspawnen. Ich hasse es. Ja, Stein, tut mir leid, du musst weichen. So. Und dann müssen wir mal gucken, wir brauchen auf jeden Fall eine größere Hütte. Schauen wir mal. Der Stream läuft, nochmal hallo an alle. Ihr seht das in einer halben Stunde, aber ihr seht's. Und für die, die bei YouTube gucken, immer mittwochs und samstags, wenn Sessions sind um 19 Uhr, dann streame ich auch eine Stunde zeitverzögert oder eine halbe Stunde, je nachdem. Wer sich davor spoilern möchte, der kann gern vorbeikommen auf twitch.tv/chrisplay. So. Fallen ist immer noch nicht. Ich kann mir jetzt das Ding auch mitnehmen. Ja, weil keine Stack-Mode drauf ist, deswegen ist man hier so schnell überladen. Okay, reicht das mal? Hin, zurück, hin, zurück. So. Gut, dann läuft nämlich die Produktion der Ressourcen erstmal durch. Das finde ich gut. Hier sind über 200 drin. Hier dürften jetzt über 200 drin sein. Stein haben wir in Mortar Pestle. Nice, dann können wir gleich mal gucken wegen Clay. Da brauchen wir Sand. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Da müssen wir auf diese weißen Steine, auf diese gelben Steine hauen, glaube ich. Oder wenn ein Sandsturm kommt, draußen stehen bleiben. Ist aber hoch eingestellt. Die Farmrate ist hoch eingestellt. So. Ja, merkt schon, im Gegensatz zur ersten Session ist so ein bisschen so ein paar Mikroruckler hat man. Liegt aber einfach daran, ihr habt es gesehen gerade, die ganzen Hütten, die hier ringsherum stehen. So. Okay. Metall, wie viel haben wir jetzt hier drin? Kann man das auch stacken in der Dings? Ne, leider nicht. Ja, pass auf, hauen wir das hier alles hier rein. So, da haben wir schon mal gut Metall. Weil wenn ich jetzt mich unterwegs auf dem Weg mache, die Dings zähme, das Pferd, dann kann das nämlich schon alles schön durchbrennen. Fuck, wieder nicht aufgepasst. Man ist so schnell überladen. Das ist ja unnormal. Erstmal halt nicht mehr gewohnt. Lauf, Chris, lauf.
jetzt ist es dunkel. Und jetzt wird es gleich wieder hell, weil die Nacht ist mega kurz eingestellt. Finde ich richtig super vom Bären. So, wie viel haben wir hier drin? Ja, du kriegst die 60. Du kriegst die... Ah, komm, Hälfte, Hälfte. Ich will, dass der Block da mal aufgebraucht ist eigentlich. Musik. Und das ist wieder hell. Uah. Guten Morgen. Ich denke mal, hier ist einer. Hier unten dieses graue Ding. So im Augenwinkel sieht man, denkt man immer, könnte man denken, da liegt einer. Ist jetzt der Block hier bald mal aufgebraucht? Das ist ja unnormal. Wollen wir das Pferd haben? Da ist wohl noch einer. Habe ich hier vier Blöcke hintereinander? Das ist ja geil. Voll gut für eine Person ist das übelst ausreichend. Wie gesagt, ich wollte eigentlich noch einen Mitspieler haben. Aber es hat sich keiner gefunden bis jetzt. Und tut mir leid, Leute, ihr würdet jetzt sagen, ich wollte gerne mit dir spielen. Aber ich will halt wirklich jemanden haben, mit dem ich mich auch gut verstehe, den ich kenne. Einfach weil hier muss man sich gut absprechen. Man spielt ja hier eigentlich quasi alleine. Mit einem Team ohne Tribe sozusagen. So, okay. Wir brauchen als nächstes... Können wir nicht uns auch eine Armbrust machen? Das ist doch eigentlich ganz gut für die Verteidigung. Metall haben wir doch. Lass uns eine Armbrust machen, dann sind wir schon mal gut gewappnet. So. Okay, cool, achte durch. Was brauchen wir denn für den Helm eigentlich noch? Kristall. Wir müssen jetzt echt mal auf den Weg uns machen nach einem scheiß Pferd, in der Hoffnung, dass uns das nicht gleich wieder abnippelt. Und Pfeile brauchen wir auch schon wieder. Thatch. Fiber, Flint, Pfeile, Craften, ey, Craften, all. Wieso macht er eigentlich nur 50? Was fehlt mir denn, dass ich mehr als 50 machen kann? Thatch. Kannst du haben, Digi, kannst du haben. Kannst auch noch Flint haben und du kannst auch noch Fiber haben. Hauptsache ich habe erstmal Pfeile auf Vorrat. So. Zack, zack, zack. Okay, nice. Armbrust haben wir, die können wir mal nachladen schon mal. Dauert immer am längsten. Ich mache mir insgesamt 30 Fortitude, glaube ich. Ich will mir eigentlich nicht alle Pfeile mitnehmen, wenn ich jetzt den Gaul zähme. Da kommt wieder irgendeiner und nervt mich. Und fuckt mich ab. 50 reichen mir. So, Spark Powder haben wir auch schon gut. Das sieht gut aus. Ja, mach weg. Zack, zack. Craft all. Steine wieder in unseren Dingsschrank. So. Aber wenn ich mir jetzt echt nur die Armbrust, ach Quatsch, die Dings hole. Das Pferd, dann packe ich alles Wertvolle weg. Wie gesagt, wir holen uns nur das Kackpferd. Da brauchen wir nichts mitnehmen. Wir gucken mal, wo wir überhaupt ein Pferd finden. In Gaul. Geil. Ich will Bären haben und krieg lauter Fiber. Mechos. Gib mir Mechos. Natürlich kriege ich alles außer Mecho Berries. Da waren Mechos. Bisschen Rasenmähen hier vor der Tür. Sehr schön. Okay. Mechos haben wir. Von den anderen scheiß Bären haben wir auch alles. Die wir immer nicht brauchen. Okay, gut. Dann lass uns mal gucken, ob wir einen Gaul finden. Weil, wie gesagt, wir müssen mobil sein. Ein Pferd ist hier das A und O. Man kann die Spieler gut betäuben. Ich muss noch aufpassen, hier rennen immer lauter Spieler rum. So, der Stream läuft. Jo, ich muss ab und zu nämlich mal einen Kontrollblick machen, dass der Stream auch läuft. Wenn jetzt natürlich ein Spieler uns angreift, haben wir Arschkarte. Wir haben nichts zum Wehren dabei. Aber das ist auch nicht mein Ziel, mich jetzt hier in irgendeinem Kampf zu verstricken. Ich will eigentlich nur so ein Kackpferd haben. Und die spawnen. Die spawnen ja eigentlich überall. Hier haben wir auch noch lauter Metall. Wenn ich das Pferd habe, dann werden wir auch mal einen Blick in die Stadt werfen. Leute, dann werden wir mal in die Stadt gehen. Das ist ein scheiß Agentabis, den kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich glaube, die sind ja hier sowieso immer in den Bergen. Nicht so geil. Dachte, ich finde hier mal noch ein Pferd.
Okay. Planänderung. Gucken da unten nach einem Pferd. Genau, scheiß drauf. Hier ist überall Metall, das ist super. Gerade für einen Ein-Mann-Tribe. Ja, wir sollten uns mal aus den Berries runterlegen. So. Okay, gucken, wo wir so einen Gaul finden. Das Level ist mir eigentlich auch gerade scheißegal, aber wir sind ein bisschen mobil. Rennen ist zwar jetzt nicht so geil eigentlich. Pferde, wo seid ihr? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig, wo hier überall Pferde spawnen. Hier oben war doch unser erster Gaul. Ist überall Metall, das freut mich. Und ich muss auch ehrlich mal sagen, ich weiß gar nicht, welches Scorched Earth Vieh mir was bringt. Also welches Scorched Earth Vieh bringt mir denn zum Beispiel, dass ich mehr Holz farme? Oder mit welchem Scorched Earth Vieh kann ich Metall farmen? Die haben ja auch alle ihre Eigenschaften. Ich glaube mit diesem Dragon-Dings da, dass diese... Oh, das ist halt schwer zu zähmen, war dieser Stachelschmeißer, diese Echse, der kann mir, glaube ich, Holz machen. Dieses Kamel ist halt zum Wasserspeichern da. Und dann gibt es ja die normalen Arktinos ja auch. Aber wir müssen mal gucken wegen Betäuben. Das ist halt die eklige Kacke. Wir brauchen halt Pferde. Und mit den Pferden müssen wir die dann irgendwie betäuben. Aber ich finde hier nicht mal gerade ein Pferd. Ich möchte doch nur ein... Oh, hier oben ist ja Kristall. Ich brauchte doch Kristall. Schade. Haben wir die Spitzachse nicht mitgenommen. Okay, das ist aber gut zu wissen, dass oben auf dem Berg Metall ist. Wow. Kanu-Action. Okay, das hier müsste Schwefel sein. Schwefel gibt's ja auch. Ich dachte, ich finde hier vielleicht ein... Boah! Wer baut denn da? Wer ist denn da so lebensmüde? Zwischen all den Kanus. Das sind aber echt viele Kanus. Nee, Digi. Hier finde ich auch kein Pferd. Die werden dann alle gefressen. Wo haben wir denn unser anderes Pferd gefunden? Das war doch aber auch hier irgendwo oben im Berg. Kommen wir hier durch? Ja. Naja, gehen wir wieder runter. Nützt ja nix. Das nützt nix. So. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Okay, das funktioniert. Gut. Weiter geht's. Ich kann so kack Pferd finden. Und dann schmeißen wir uns darauf. Koste es, was es wolle. Und reiten das den Gaul erstmal ein. Na, wäre sogar ehrlich, das dauert zwar lange, aber wir wären jetzt ein High-Level schon ganz recht. Ich muss halt mega aufholen. Die Leute, die hier gespielt haben, haben eine Session Vorsprung. Deswegen sollte ich mich auch nicht so viel mit Leuten anlegen, die hier schon lange spielen. Was ist da unten? Auch ein Kanu? Bin ich hier in Kanu Island oder was? Hier sind überall Kanus. Der kämpft, glaube ich, gegen eine Ameise. Muss man ja doch merken, wo meine Hütte ist. Da ist ein Skorpion. Skorpion ist halt auch ganz geil zum Betäuben eigentlich. Aber erste Priorität hat jetzt halt auch mein Kackpferd. Und ich muss mir merken, wo ich bin. Oh, da kommt schon der erste Skorpion. Geht doch mal weg. Bitte, bitte, bitte. Ich will ein Pferd. Bitte, bitte. Da ist die nächste Hütte, Hütte. Ich finde hier kein fucking Pferd, sondern nur einen Alu und Kanu nach dem anderen. Das ist echt ungeil. Gibt's eigentlich hier auch? Bestimmt, oder? Wie heißen die in Explorer Notes? Da hat nochmal ein XP-Vieh. So ein XP-Vieh ist vielleicht auch nicht schlecht. Ist der hier online? Ne, wer ist das? Die Kretto. Da haben wir ein XP. Okay, das haben wir schon.
Könnten uns auch hier so ein Dings holen, so ein XP-Vieh. Aber mache ich nicht. Ich will doch hier nur ein Kack-Pferd. Ich finde kein Pferd, Leute. Hallo? Pferd? So ein Jibora haben wir auch nicht mehr. Haben wir? Das haben wir echt nicht mehr. Wo ist denn das? Ah, wir sind ja gestorben. Aber wenn, habe ich eins mit einer geilen Farbe. Guck ich mal an. Oh, das sieht aus wie ein Streifenhörnchen. Komm her. Du wirst mein Streifenhörnchen. So, du kannst mal erstmal schlafen und dich auskurieren und dann gucken wir, ob wir hier irgendwo ein Pferd finden. Das gibt's doch nicht. Da oben ist schon wieder ein Alu. Es gibt hier kein Pferd. Ich brauch so ein Jibora-Dings. Wo ist jemand gestorben? Bob. Mr. J. Oder zeig mal, ist das überhaupt ein... Na, wer ist hier gestorben? Bob. Naja, auf Bob. Ich weiß nicht, ob es auf Bob ein Dings geben wird. Ist auch nichts dabei. Was bist du, Männchen oder Weibchen? Du bist ein Weibchen. Okay. Warum ist denn hier schon wieder Dings aktiviert? Holly! So. Gut. Ich brauche trotzdem ein Pferd. Das Jibora ist ganz gut. Das warnt mich. Die Kacke ist, wir haben jetzt gar keinen Helm auf. Nicht mal so normal.